Wie geht man beim Suchen des Anschusses vor? Welche Rolle spielt dabei die Vorsuche und das Verweisen? Wie arbeitet man den jungen Schweißhund in die Vorsuche und das Verweisen ein? Wir haben einen praxisorientierten Vorschlag. In den frühen Morgenstunden sind zwei Überläufer vom Feld in den Wald eingewechselt. Kurz vor Erreichen des Waldrandes wurde einer der Überläufer beschossen. Der Schütze schildert, dass der Überläufer beim Schuss geruckt hat, er aber am Anschuss nichts finden kann. Mit dem Kommando vorhin wird quer auf die Fluchtfährten hingesucht. Hier verweist Pluto deutlich eine Fährte. Folgt ihr kurz? Erkennt diese als gesund und wendet sich ab. Und nimmt die Suche nach einer Krankpferde wieder auf. Jetzt verweist Pluto deutlich. Mit dem Kommando Halt stoppt man den Hund und schaut sich den Verweiserpunkt genau an. Es findet sich kurzes Schnitthaar und eine Schwarzwildfährte. Mit dem Kommando Verwund danach nimmt Pluto die Fährte auf. Rechts am Schwarzdorn sieht man die Markierung des Schützen, mit dem der vermutete Einwechsel gekennzeichnet wurde. Nach einigen Metern auf der Fährte verweist Pluto erneut. Mit dem Kommando Halt stoppt man den Hund und greift zum Verweiserpunkt vor. Der Verweiserpunkt wird genau markiert und anschließend untersucht. Es findet sich ein Schwartenfetzen mit Knorpel- und Schalenanteilen, was auf einen tiefen Laufschuss hinweist. Das deckt sich auch mit der Beobachtung des Schützen. Damit ist aus der Kontrollsuche eine Nachsuche geworden und mit dem Kommando Verwund danach nehmen wir die Fährte auf. Pluto kann die Fährte gut halten und so machen wir uns auf den Weg. Es gibt ja viele gute Wege, die systematische Vorsuche und das Verweisen einzuüben. In diesem Film möchten wir zeigen, welche Methode wir gut finden, um möglichst nah an der späteren Praxis zu sein. Doch zunächst noch ein anderes Beispiel, wie das Vorsuchen und das Verweisen während der Nachsuche eingesetzt werden kann. Wir treffen auf der Wundpferde auf einen extremen Schwarzdornverhau. Mit dem Kommando Halt wird der Hund in der Fährte gestoppt. So kann man sich in Ruhe einen Überblick verschaffen. Zusätzlich zum Schwarzdorn findet sich auch noch ein alter Gatterzaun. Da es sich um eine Vegetationsinsel handelt, gibt es die Möglichkeit, diesen Bereich zu umschlagen, um zu schauen, ob die Fährte wieder herausführt. Der Hund wird aus der Fährte gehoben und ein neuer Ansatzpunkt für die Vorsuche gesucht. Mit Hilfe der Vorsuche und des Verweisens wird dann der Vegetationskomplex umschlagen, um zu schauen, ob eine Wundfährte wieder herausführt oder das Stück möglicherweise im Schwarzdorn steckt. Nach Möglichkeit legen wir bei dieser Gelegenheit immer eine kurze Verschnaufpause ein. Mit dem Kommando vorhin beginnt dann die Vorsuche. Schon nach kurzer Suche verweist Pluto ganz deutlich eine Fährte und nimmt diese konzentriert auf. Dann verweist er etwas Schweiß und wir wissen, dass wir auf der richtigen Wundfährte sind. Für die ersten Vorsuche und Verweiserfährten suchen wir uns einen Hochwaldbereich mit relativ wenig Vegetation, damit man den Hund bei seiner Arbeit gut beobachten und unterstützen kann. Später sollte man diese auch mal auf einer Wiese im Feld oder auf einer Schneise im Wald anlegen. Wir markieren den Startpunkt und benutzen zum Legen der Fährten
Fährtenschuhe mit Schwarzwildschalen. Vor dem Einspannen schärfen wir das Geäfter und etwas Schnitthaar von den Läufen ab. Diese eignen sich aus unserer Sicht ganz ausgezeichnet als Pirchzeichen an den Verweiserpunkten. Besonders das Einarbeiten auf das Verweisen von Schnitthaar hat sich für uns in Hinblick auf die spätere Praxis sehr bewährt. So vorbereitet beginnt man mit dem Legen der Fährte. Der Einarbeitung in das Vorsuchen und Verweisen geht die Einarbeitung in die Fährtenarbeit voraus. Wobei es darauf ankommt, haben wir in unserem Film zur Fährtenarbeit dargestellt. Nach einigen Metern legt man dann den ersten Verweiserpunkt an und markiert diesen anschließend. Jetzt wird zum Beispiel das Geäfter mit der Schalenspitze nach unten in den Boden gedrückt, bis nur noch die Schnittfläche etwas herausragt. Man kann noch einen Schalenabdruck dazusetzen und führt dann die Fährte weiter. Nach einigen Metern endet dann zunächst der Fährtenverlauf, dieser wird auch wieder markiert. So etwa 10 bis 20 Meter oberhalb dieser Fährte wird eine weitere Fährte angelegt. So wie eingangs in diesem Film gezeigt, wird der Schweißhund schon während der Einarbeitung darauf vorbereitet, dass später auch mal an einer Stelle zwei oder mehr Fährten abzuarbeiten sind. Oder aber die Wundfährte an einer Stelle verlassen wird und an einer anderen Stelle wiedergefunden und wieder aufgenommen wird. Nach Markieren des Startpunktes wird jetzt die Fährte in die entgegengesetzte Richtung gelegt. Das hat sich aus unserer Sicht für die spätere Praxis sehr bewährt, weil so der junge Schweißhund systematisch lernen kann, die Fährte in der richtigen Richtung aufzunehmen und wir auch erkennen können, ob er diese in der richtigen Richtung aufnimmt. Dann wird wieder ein Verweiserpunkt angelegt und mit einem Schalenabdruck soll ein Eingriff simuliert werden. Der Verweiserpunkt wird markiert und auch hier stecken wir wieder ein Geäfter mit der Schalenspitze nach unten in den Boden. Nach einigen Metern legen wir einen zweiten Verweiserpunkt an. Hier verwenden wir Schnitthaar als Pirchzeichen. Dann wird die Fährte noch ein Stück weitergeführt und das Ende wieder markiert. Damit ist die Vorsuche und Verweiserfährte fertig angelegt. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, am Anfang eine Stehzeit von 4 Stunden zu wählen und dann relativ schnell die Fährten über Nacht stehen zu lassen. Mit dem Kommando vorhin beginnt die Vorsuche. Hier verweist Pluto die Fährte und mit dem Kommando verwund danach nimmt er die Fährte an. Jetzt verweist Pluto sehr deutlich und mit dem Kommando Halt greift man nach vorne und schaut sich die Pirchzeichen genau an. Hier sieht man jetzt die Schnittfläche des Geäfters, das im Boden steckt. Nach einem freudigen Lob geht dann mit dem Kommando danach die Fährte noch ein Stückchen weiter. Mit dem Kommando Halt wird der Hund dann angehalten und aus der Fährte gehoben. So wird dem Hund signalisiert, dass diese Arbeit zunächst zu Ende ist. Oberhalb der ersten Fährte geht man dann einige Meter zurück und lässt den Hund einen Moment ausruhen. Mit dem Kommando vorhin wird dann
auf die zweite Fährte hingearbeitet. Hier verweist Pluto die zweite Fährte und kurz danach den ersten Verweiserpunkt. Mit dem Kommando Halt greift man wieder zum Hund nach vorne und schaut sich das Pirschzeichen an. Hier sieht man die Afterklaue mit der Schnittfläche nach oben. Mit dem Kommando Verwund danach geht dann die Fährtenarbeit weiter. Nach wenigen Metern verweist Pluto den zweiten Verweiserpunkt. Mit dem Kommando Halt greift man wieder nach vorne und schaut sich die Pirschzeichen an. Dabei soll der Hund ruhig in der Fährte stehen bleiben. An diesem Verweiserpunkt wurde Schnitthaar abgelegt, das man hier sehr gut erkennen kann. Das Verweisen von Schnitthaar ist aus unserer Sicht für die Praxis außerordentlich nützlich und kann mit dem jungen Schweißhund sehr gut eingeübt werden. Mit dem Kommando Verwund danach wird dann die Fährte noch ein Stückchen weitergearbeitet. Der Schweißhund wird aus der Fährte gehoben und damit das Ende der Arbeit signalisiert. Je nach Charakter des Schweißhundes kann das Verweisen der Pirschzeichen mit Futter belohnt werden. Für Pluto ist Leberwurst aus der Tube das Highlight. Dem fertig ausgebildeten Schweißhund sollte so wie hier bei der Vorsuche sehr viel Raum gegeben werden. Pirschzeichen werden deutlich verwiesen. Mit dem Kommando Halt greift man nach vorne, schaut sich die Pirschzeichen wie hier das Schnitthaar genau an.